Ein weiterer Immobiliendeal hier in Philly. In diesem Video geht es um ein spannendes Einfamilienhaus hier in Philadelphia, was innerhalb weniger Wochen gekauft, renoviert und erfolgreich wieder vermietet werden konnte. Das Ergebnis sind entspannte 10% Nettorendite. Wie genau das erfolgt ist, siehst du in diesem Video. Let's get into it! Willkommen bei der Lukas Show. Mein Name ist Lukas. Auf meinem Kanal hier geht es rund um das Thema US-Immobilien. Ich bin selbst aktiver Immobilieninvestor hier im Großraum Philly an der Ostküste der USA. Gemeinsam mit Partnern kaufe, entwickle und verwalte ich Immobilien eben hier im Großraum Philly. Und ja, genau, die Objekte sind einerseits für den eigenen Bestand, aber auch im Auftrag der europäischen Investoren, die diese Renditen hier in den USA durchaus zu schätzen wissen. Wovon ich spreche, siehst du im heutigen Video, denn da geht es um 10% Nettorendite aus dem Stand. In einem meiner früheren Deal-Analyse-Videos, da ging es um ein Fix- und Flip-Objekt, was wir im Auftrag eines Investors geprüft haben. Das lag in Nordphiladelphia und das haben wir uns auch vor Ort angeschaut. Und bei näherer Betrachtung vor Ort kam raus, dass Fix und Flip, wie so oft, Fix und Pfusch heißt, denn da war eine Menge Pfusch im Spiel und es war einfach billig renoviert und keine Empfehlung wert. Das Video, in dem ich das Objekt analysiere, das verlinke ich dir jetzt hier oben, schaust dir einfach mal bei Gelegenheit an. Und genau bei der Besichtigung dieses Fix- und Pfusch-Hauses damals, da fielen uns die Nachbarhäuser auf. Da lag Potenzial und da konnte man angreifen und die Renovierung komplett selber und richtig machen. Das Ergebnis siehst du in diesem Video, ein starkes Einfamilienhaus mit 10% Nettorendite aus dem Stand. Schauen wir es uns an. Die genauen Zahlen siehst du am Ende dieses Videos. Aber bevor wir uns jetzt das Objekt im Detail anschauen und natürlich auch wieder durchgehen, tu mir einen Gefallen, lass mir ein Like da, wenn dir solche Themen gefallen. Abonnier den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Ja, dann kommen mehr solche Videos. Weiter geht's mit der Deal-Analyse. Woher kam der Deal? Derzeit schreit alles und jeder wirklich gerade folgenden Satz. Es gibt keine Immobilien-Deals mehr. Ich finde nichts. Gar nichts. In diesem Fall kam der Deal wirklich mega unspektakulär von der Immobilienplattform Redfin und zwar ja, aus einem Suchauftrag. Redfin.com ist wie Zillow.com auch eine Immobilienplattform und da war halt ein Suchauftrag für die Region, für diese Häuser, für diese Preisregion eingestellt und der spuckte das Ergebnis aus. Dieser simple Suchauftrag lieferte das Haus und eine direkte Ansprache ja, des Maklers lieferte eben den Deal. Der Deal war dann nach ein paar Tagen wirklich, war der Sack zu, 65.000 war der Kaufpreis, Cash All-In. All-in in dem Fall heißt inklusive der Closing-Kost, also der Kaufnebenkosten. 65.000 war der Betrag, den der Investor für dieses Objekt bezahlt hat. Punkt. Das Haus, um das es heute geht, steht in der Chadwick Street, wie auch dieses Fix- und Pfusch-Haus aus dem anderen Video zuvor. Das Haus heute ist 2251 North Chadwick Street in Philadelphia. Schräg gegenüber, wie gesagt, das Fix- und Pfusch-Haus. Von diesem Haus haben wir dem Investor abgeraten und ihn zu diesem Haus geraten. Das Ergebnis gibt uns recht. Das Haus, bei dem man die Renovierung selber macht, bringt natürlich auch mehr Rendite, hat eine höhere Qualität und somit langfristig einfach ist es der bessere Deal. Merke, Deals gibt's immer. Die genauen Zahlen zu diesem Haus, die Renditeberechnung, schauen wir uns am Ende des Videos an. Fakten zum Haus. Es ist ein 3-Bedroom, ein Badezimmer, ein Familienhaus, 926 Square Feet. Das sind so circa 86 Quadratmeter. 86 Quadratmeter, ein Familienhaus, ist nicht groß, aber hey, dafür gibt es eine Zielgruppe. Und die haben wir auch hier direkt gefunden. Schauen wir uns das Haus zuerst mal bei Zillow.com an. Zillow.com, den Link, den setze ich dir natürlich auch wieder unter dieses Video in die Beschreibung. Das heißt, da kannst du selber nochmal alle Fakten zum Haus nachlesen. Also 2251 North Chadwick in Philly. Hier siehst du auch, am 6.1. wurde das Haus für 65.000 verkauft. In dem Preis sind auch die Closing Costs inkludiert. Das steht natürlich nicht hier, aber das ist der Deal gewesen. 65.000 und der Verkäufer trägt alle Closing Costs. Was erfahren wir noch? 3 Schlafzimmer, ein Badezimmer, ein Full Bath und 926 Square Feet. Schauen wir uns die Bilder mal an. Also das ist das Haus von außen. Hier ist noch eine Häuserreihe mit dran. Hier ist kein Haus mehr, sozusagen eine Baulücke. Es ist ein kleines Einfamilienhaus und von der Delle hier darf man sich nicht abschrecken lassen. Genau, der Eingang hier ist jetzt nicht aufregend, sogar unscharf. Die Küche hat, ja, das siehst du auch noch im Durchgang, hier oben so ein kleines Belüftungsloch.
Die brauchen nochmal ein bisschen Liebe. Die Schränke konnten so wieder benutzt werden, wie sie da sind, mussten nur kurz gestrichen werden. Neuer Herd, neue Appliances, that's it. Hier oben der Fußboden, ja, der blieb halt, das ist nicht die Oberklasse, aber es ist alles in Ordnung und sofort vermietbar. Eingebauter Wandschrank, Badezimmer nicht aufregend, musste auch nur ein bisschen sauber gemacht werden, beziehungsweise ein paar Sachen wurden neu gemacht. Also 11.000 waren die Reno-Kosten, das ist nicht viel. Genau, ein bisschen Farbe ran, die Fenster wurden inspiziert. In Philadelphia gibt es jetzt so eine LED-Inspection, also Blei. Da wurde früher in den Fensterbrettern Bleifarbe verwendet. Das darf jetzt nicht mehr sein, das muss inspiziert werden. Dafür gibt es ein Zertifikat und wenn man dieses Zertifikat nicht hat, darf man auch nicht vermieten. Und in dem Fall ist alles remediated, also entfernt worden. Und ja, das Zertifikat wurde ausgestellt. Das Haus kann so und ist es inzwischen auch vermietet werden. Ja, da gibt es jetzt nicht viel zu sehen. Schauen wir zurück zur Historie. Was haben wir noch? Wir sehen hier, wo das Haus liegt. Das sehen wir aber auch hier. Wenn wir uns auf der Karte hier anschauen, sind wir, da ist die Altstadt, da ist City Hall, also wirklich in der Mitte ist das Rathaus und hier oben ist das Haus, also ein paar Blocks vom Rathaus weg. Dann haben wir hier noch die Universität bzw. das Universitätsklinikum, hier in Northeast Philly. Und von daher ist es eigentlich eine ziemlich gute Lage. Jo, was sehen wir noch? Das war ein MLS-Listing, also das war über das Multiple Listing Services System publiziert, von einem Makler eingestellt. Townhouse 1915 gebaut, wie ein Großteil der Häuser in Philly. Und dann schauen wir uns hier die Historie an. Also hier sehen wir, dass dieses Haus Mitte Dezember zum Verkauf angeboten wurde für 65.000, also 70 Dollar pro Square Foot. Und am 17. da hat der Investor schon zugeschlagen, beziehungsweise waren alle Unterschriften da, 65.000 Cash All In, 70 Dollar pro Square Feet. Ja, da wurde dann der Verkauf geschlossen, das heißt 2 Wochen über Weihnachten hinweg. Kurze Zeit, Cash Deal, einfach, ohne Probleme, ohne irgendwelche nervenaufreibenden Geschichten. Schöner Sale. Ja, dann gab es ein paar Wochen Renovierungsarbeiten, aber das war nicht, weil es so viel war, sondern ganz einfach, weil die Ressourcen gebunden waren. Also die Handwerker waren mit anderen Häusern noch beschäftigt und da musste ein bisschen koordiniert werden, wann was zunächst gemacht werden muss. Deswegen war es dann erst Anfang, Mitte Februar fertig, wurde dann auch direkt vermietet für 980 Dollar im Monat. Hier unten sehen wir auch noch die Steuern, 536 Dollar pro Jahr, was im Vergleich zu anderen Gegenden in Philly gar nichts ist. Dann haben wir hier noch die Schulen, 3 und 2 aber. Die Gegend hat ihren Charme, viele Leute wollen da wohnen und finden die Gegend und die Gemeinden da in Ordnung und super. Von daher ist das auch akzeptabel. So viel zum Zillow Exposé. Gehen wir durchs Haus, los geht's. Hier riecht schon wieder nach Philadelphia. Nice Kamin, der keiner ist. Hier ein Schrott. Gibt's sogar eine Fork dazu, ein Feind inklusive. Dann haben wir hier noch ein Zimmerchen mit neuen Cabinets. Im Grill da hinten. Ein paar Materialien stehen hier noch rum. Kann man alles gebrauchen. Stinkt wie Hexe hier drin, aber hey, ein cooler Deal. Gehen wir in die Küche. Das ist die Küche mit besten Cabinets. Gut. Kleine Lüftungslöcher gibt es hier auch. Schön. Meine Gerätschaften, aber alles steht mit drin. Der Elektroherd, der kein Herd mehr ist.
muss man mal schauen, dass der hofft. So, 1, 2, 3, klassischer Schritt. Schön, guck mal, immer gegen seinen Fußboden. Ein Traum. Wow, what the fuck? Nicht schlecht. Okay, das ist zu. Gehen wir raus. Wenn dir diese Themen gefallen, zeigst du das am besten durch einen Like unter dem Video, schreib mir dein Feedback in die Kommentare und ganz wichtig, vergiss das Abo nicht, falls du es noch nicht getan hast. Das hilft dem Kanal und ich danke dir vorab dafür. Kommen wir zu den Zahlen. Die 65.000 Kaufpreis, wie bereits erwähnt, ist all in, das heißt auch inklusive aller Closing Costs. Alle Zahlen und alle Berechnungsformeln findest du hier in diesem Google Sheets Tool. Den Link dazu findest du auch unter dem Video in der Beschreibung. Da klickst du einfach drauf, dann öffnet sich diese Seite hier und dann kannst du hier oben unter File, Download, dir ein Excel-File runterladen auf deinen Computer, völlig kostenlos und dann die Formeln einfach mal anschauen, damit rechnen und auch selber mal Deal-Analysen machen. Zurück zu diesem Objekt, 65.000 All-In, Reparaturen waren 11.000, das waren ein paar Kleinigkeiten, die gemacht werden mussten, aber nichts Gravierendes, beispielsweise das Lüftungsloch in der Küche. Aber nichts Großes. Von daher bringt das Gesamtinvestment für diesen Investor auf 76.000. Das ist ein kompletter Cash-Deal gewesen, das heißt 100% Eigenkapital, kein Bankdarlehen dahinter. Was haben wir noch? Wie du aus dem Zillow-Listing gesehen hast, wir haben eine Property-Tax von $536 pro Jahr, was im Vergleich zu anderen Gegenden in Philadelphia und um Philadelphia herum wirklich niedrig ist. Die Versicherung ist auch sehr günstig, das ist ein kleines Haus, $650 pro Jahr. Und dann bilden wir hier noch 10% Rückstellung für die Hausverwaltung und 10% für Reparaturen und Wartung. Andere Kosten haben wir in diesem Fall nicht. Kommen wir zur Einnahmenseite, $890, wie du im Zillow-Listing auch gesehen hast. Dieses Haus wurde direkt vermietet, ohne Leerstand, direkt am Markt für $890. Ja, das schießt das Haus auf einen Faktor von 7, also 7 Netto-Jahresmieten sind der Kaufpreis. Und wir haben einen Cash-on-Cash-Return von knapp 10%. Diese 10% hier und 10% da sind sehr konservativ. Deswegen kann man hier ruhigen Gewissens sagen, 10% Cash-on-Cash-Return aus dem Stand. Das bringt dem Investor einen monatlichen Cashflow von $613 bei, ja, $76.000 vollem Investment. Gar nicht so schlecht, oder? Kommen wir zum Fazit für diesen Investor. Das heutige Objekt ist super vergleichbar mit diesem Fix- und Push-Objekt aus dem vorhergehenden Video. Denn du siehst, die Renditemöglichkeiten sind einfach viel höher, wenn die gesamte Wertschöpfungskette in einer Hand bleibt. Das heißt, du die Renovierung oder wir die Renovierung in diesem Fall für diesen Investor selbst durchführen. Da ist mehr Marge, mehr Rendite für weniger Geld. Ist einfach so. Da weiß man, was man hat, wenn man es selber macht. Denn wenn man selber für den eigenen Bestand renoviert oder in unserem Fall für den Investorenbestand, dann ist das kein Fix und Push, also Fix und Flip, sondern da kann man mit einer ganz anderen Perspektive rangehen, denn die Investments sind langfristig und so sind die Renovierungen dann entsprechend. Was sind deine Erfahrungen mit Fix- und Flip-Objekten, falls du sowas schon mal gekauft hast? Am besten schreibst du mir das einfach mal in die Kommentare unter das Video. Hier in den USA muss man sagen, Fix und Flip ist nun mal häufig ein Synonym für ja, Fix und Push, das ist halt so. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.